Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bully die Ehrenrunde. Wir sind jetzt hier im Jungschlafraum. Wir haben das vierte Kapitel hinter uns gebracht und jetzt beginnt die Geschichte mit ihrem Wendepunkt. Weil in der Schule gibt es allerhand Strafe. Nein. That is funny, Jimmy. No, it's not. Jimmy, it's really funny. Chill out, man. Jimmy, I need to talk to you about something. Not now, Pete. I'm basking in adulation. I mean, running the school fairly. Dude, so fairly. No, Jimmy, please. Pete, enough. Yeah, shut up, Pete. The court must know their king. You know what, Jimmy? Forget the school. The whole town should know about you. You're like the mayor. You should leave your mark on City Hall. Yeah, dude. Take a dump on the doorstep. No, you homunculus. Not a dump. It's something much more elegant. Paint a warning. Yeah, that's a good idea. I'll show everyone who's boss. That's right, Jimmy. All right, you girls wait here. This is gonna be something they'll never forget. Wait, Jimmy, don't forget about Gary. Wait, wait for me. Also, ich habe hier irgendwie ein ungutes Gefühl. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass diese Leute, Ted, Derby und so weiter, nicht auf unserer Seite sind, sondern immer noch auf der von Gary. Weil Jimmy ist von Derby eigentlich sehr leicht manipulierbar. Das hat man jetzt schon zum zweiten Mal gemerkt. Aber trotzdem, irgendwas sagt mir, dass die ganzen Typen immer noch unter Garys Kommando stehen. Weil vor allem Derby Jimmy dazu zwingt, praktisch Sachen zu tun, die er besser nicht tun sollte. Was mir auch auffällt, ist, dass Russell und Johnny bis jetzt noch gar nicht richtig dabei waren. Okay, Johnny einmal. Aber jetzt gerade eben nicht. Ich glaube, Johnny lässt sich von Gary nichts mehr sagen. Und Russell auf jeden Fall auch nicht mehr. Der auf jeden Fall nicht. Und ich glaube auch am Endkampf, da ist Johnny nur angepisst von Jimmy. Und hört nicht auf Garys Befehl, die Schule zu übernehmen oder sich mit allen zu schlägern. Das würde ja keinen Sinn. Das würde für mich jetzt nicht direkt Sinn machen. Ansonsten wäre er ja auch dabei gewesen jetzt. Und hätte auch dazu Jimmy angefeuert. So, hier ist es irgendwo. Okay, da oben. Nun ja, es ist eben so. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die alle jetzt wirklich auf uns hören. Okay, Ernest vielleicht noch als Mitläufer. Aber das wäre es dann auch gewesen. Also ich finde, nur Russell hört auf Jimmy und ist weg von Gary. Und Johnny bleibt anscheinend neutral. Tendiert, aber ja, Richtung Neutralität. Ich glaube, den interessiert es gar nicht. Ist auch irgendwie von verständlichen. Ich glaube nicht, dass der sich damit lange auffällt. Oh, da liegt noch was. Aber jedenfalls, es ist. Naja. So. Hier. Wahrscheinlich schreibt er hin Bulber Sachs oder wie das heißt. Das wollte ich jetzt nicht. So. Ja, ich hab's dir schon gedacht. Oh, scheiße, Polizei. Bullwurf. Ah, Bullwurf. Ach so. Ein Wortspiel statt Worthless, Bullworthless. Ah, jetzt verstehe ich das. Aber es ist jetzt keine Warnung und so. Das ist einfach jetzt nur eine grobe Beleidigung. Wo geht's hier weiter? Ich glaube hier runter. Fuck. Oh Mann, oh Mann. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Ich hab doch. Ich tatsächlich?
Obwohl, Glashaus ist jetzt verfügbar, die Mission. Die Mission Glashaus, da wo wir nochmal Mr. Hattrick oder so fertig machen müssen. Machen wir die zuerst, denn nachdem wir die Mission Zeichensetzen gemacht haben, passiert was echt Schlimmes. Aber nee, trotzdem. Ich finde, man merkt voll, vor allem bei Derby, man merkt voll, dass die eigentlich sich Jimmy immer noch innerlich widersetzen und schon einen Plan haben, ihn von der, irgendwie auszuschalten. Oder sich von Gary helfen lassen. Oder es kann auch sein, dass Derby das absichtlich macht, also von sich aus. Und da jetzt Gary wirklich nicht im Spiel ist, denn Derby ist auch ein großer Manipulator. Manipulateur. Ich finde so, Derby ist fast wie die rechte Hand von Gary, auch wenn man die zwei nicht zusammen sieht. Schon irgendwie komisch, gell? Aber am einfachsten wäre es, wenn sich Jimmy gar nichts sagen lässt. Oder nichts sagen lassen würde. Ah, Hopkins! Very well, young squire. Huh? How are you, young man? Can I offer you a highball? Yeah, sure. Actually, maybe you're a little young. Better keep this out of harm's way. Are you gonna be all right, sir? It's that pompous ass Hattrick. He's bad-mouthing me all around the staff room. Why? He keeps calling me a drunk. Says that I am irresponsible. He's trying to get me fired. He's trying to turn Miss Phillips against me. Well, sir, when people say bad things about what I do, I like to prove them wrong. Really? How? By showing a nobler side of yourself? Rising above it? No, not exactly. I like to show that they massively underestimated the force that they were dealing with, and then really give them something to complain about. Ah, the treacherous Machiavelli! I love it! Good. Me too. Okay. Aber nee, ist schon unglaublich, was man eigentlich da immer sieht. Vor allem, wenn Derby da ist. Da kann man wirklich mal ein bisschen interpretieren. Aber trotzdem, dass ja eigentlich Derby gar nichts von Jimmy will und ihn am liebsten wieder stürzen möchte, das liegt ja irgendwie klar auf der Hand. Und er schafft es auch die anderen irgendwie dazu mit einem beeinflussen. Ted auf jeden Fall. Er ist ja nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Beziehungsweise seine Methoden. Ein Zeichen zu setzen ist nicht gerade sehr. Naja, man kann es jetzt sehen, wie man will. Skitschen, perfekt. Ja. Also, Teds Methoden hier jetzt ein bisschen auf Warnung zu machen, sind jetzt schon ein bisschen. Kindisch, sagen wir es mal so. Also, man merkt, der ist jetzt nicht direkt sehr hell und ich glaube, der ist auch ein leicht manipulierbar, aber ich glaube nicht so leicht, wie es Russell anfangs war. Ich glaube, da ist er schon ein bisschen klüger. Aber nee, ich meine, was haben wir getan? Wir haben immer die ganzen Anführer verprügelt, damit sie auf uns hören. Aber die hören nicht auf uns. Ich glaube, die wollen innerlich Rache. Vor allem Derby. Und deswegen, ja, geht's auch wieder los mit der ganzen Manipuliererei. Ich meine, er hat ja schon die Greaser gegen uns praktisch aufgehetzt wegen dem Graffiti. Und ja, dann hat er also indirekt praktisch die Greaser auf uns gehetzt. Hätten die uns kalt gemacht, wäre das ihm sogar ganz recht gewesen. Wahrscheinlich. Also ich finde, die größten Probleme sind halt Derby und Gary im ganzen Spiel. Auch nachdem man Derby immer noch besiegt hat, weil... Ja, er macht ja die ganze, er stiftet uns andauernd dazu und wir tun's dann auch noch. Das heißt hier Hattrick House, Hattrick Manor. Oh, okay. Okay, hoffentlich bemerkt er das nicht. Kann man auch das Auto kaputt machen? Zählt das? Scheiße. Geiles Auto zählt auch. Scheiße, ich glaube, da kommt raus.
fuck, wer ist denn das jetzt? Polizei, oh, der ist noch. Ah, da kann ich mich verstecken. Oh, die Bullen kommen da jetzt gleich rüber. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Ich versteck mich jetzt mal lieber hier. Wenn ich die irgendwie angreife, dann kommen gleich alle Bullen. Das weiß ich jetzt schon. Und das ist das große Problem. Und dass jetzt alle hier sind, ist auch nicht gerade sehr niedlich. Ich versuch's anders. Natürlich kommt hier schon der dritte. Natürlich, es kommen alle rein, oder wie? Kann man sich hier auch noch verstecken? Nee, doch. Oh fuck, der kommt da rüber. Wie viel sind denn das? Das ist wirklich mal eine schwierige Mission. No. Ich glaube, ja, es sind schon bald über. Es sind jetzt schon fünf drin. Okay, die Mission ist wirklich zum Kotzen. Ich fürchte, es werden auch nicht weniger. Ich wünschte, hätte jemand wie Russell dabei, der die besseren ablenkt oder verprügelt. Ich muss da hoch. Aber ich glaube, der geht jetzt da hoch. Oder tust du's? Nee. Doch. Nein. Ah, da geht's gar nicht hoch. Fuck. Du hast mich nicht gesehen, Freundin. Kann ich das vielleicht auch so machen? Nee. Ja, ja. Er hat mich jetzt nicht gesehen. Oh, da drüben könnt ihr auch noch her, aber das sind zu viele Bullen. Ja, genau, du kannst mich mal. Oh, fuck, der ist ja schon da oben. 3, 2 sind oben. Hä? Wie mache ich aber, ist das da vorne kaputt? Wir haben einen zu großen Einflussradius. Und der geht jetzt wohin? Wo gehen die hin? Okay, die sind hier jetzt weg. So. Voll Angst, was der noch sieht. Oh, Glück gehabt. Wenn ich noch das bisschen da zerstören könnte, dann hätte ich es geschafft. Oh, ich glaube, die gehen alle wieder. Dynamitstangen habe ich keine mehr. Oh, Scheiße. Mein Glück hat der mich jetzt nicht erwischt. Da rennen sie wieder alle.
Da kommt noch einer. Der geht weg, aber da kommen wieder ein, zwei. So, die laufen den Rundgang, die sind fertig. So. Wir haben es gleich geschafft. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch weg hier. Ich renne einfach durch, ich verstehe, was ich kann. Ha, geschafft. So. Und verfolgen die mich noch? Ja, einer verfolgt mich. Oh, das haben wir geschafft. Und das sind ein paar Preps. Ich erledige die noch, damit ich noch ein bisschen gekämpft habe. Ja, genau, der trifft mir jetzt auch noch. Der nächste, und wo ist der letzte? Da. So. So, das hätten wir geschafft. So, ich wollte mal sagen, danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo da lassen, ein Like geben oder sonst irgendwas tun. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.